Aber ich gucke die ganze Zeit auf Willkommen, Oh also da Mann. ist keine Bot-Attacke. Er kann dich nicht hören, ja. Ja, Ja, jetzt geht's aber wir haben wieder. es ja geregelt jetzt, ja. Nö, also Cookie, ich habe nichts geändert. Das war jetzt Discord geschuldet. Das So, war spielen, spielen, Discord. spielen! 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 Ja, spielen. Alter. Stoppe! Dieser Stream geht in Kind! unsere Geschichte ein, Robin, definitiv. Ja! Auf jeden Fall haben wir noch nie so viele Follower bekommen. Obwohl doch ich einmal, wo ich noch nicht mal live war. Waren über 200. Und das während der Arbeitszeit. Ich konnte nichts machen. Ich saß im Homeoffice, ne? Hier muss ich Tatsache dann alle von Hand löschen, ne? Blockieren dann, 300, ja. 300 Follower. 300. Ja. Aber das Gute ist, du siehst ja den Zeitraum und dann brauchst du wirklich nur noch den Aktivitäten-Feed runterackern. Geht recht schnell. Was ich noch wünschenswert fände, vor allem beim Abwehrmodus, wenn es dafür eine, Sch Hoppala, eine Schnellauswahltaste gäbe. Dazu Ja. sagen, diejenigen welchen, die ab Zeitpunkt so und so im Stream dazugekommen sind, alle rauskannten. Ja. Imok, grüß dich! Wie es uns geht, wir sind gerade richtig durch, weil wir hatten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Drölfzicht Bot-Attacken. Aber Ich wir sind wieder da. hatte 10 Wellen an Bot-Attacken, Imok. Robin war bei 7 Schluss, glaube ich, ne? Ungefähr so, ja. Bei 7 waren bei dir Schluss, ich hatte da noch 3 Bot-Attacken mehr. Ja. War cool, hat Spaß gemacht. Fenrir ist dann auch leicht sauer geworden. Ja, deswegen kam immer mehr bei dir. Ohne Scheiß. Also in Zukunft, wenn sowas nochmal passiert, ruhig bleiben. Hey, Spielzeug von Timmy! Was? Wo? Hier bei mir, wo ich bin. Auf der anderen Seite von der Höhle. Ach, da hinten? Hm? Woo! Ist jetzt wieder Oh, ein Bein? Geld, Jetzt fehlt nur Geld, noch ein Arm Münzen. und ein Bein bei mir. Warte mal, was habe ich denn? Ich habe Spielzeug von Timmy. Oh ja, nee, auch nicht gespeichert. War Das doch letzte sowieso so Mal habe komisch bei ich. dir das letzte Mal. Da warst, bist doch gestorben, da waren auf einmal andere Teile vom Spielzeug da als vorher. Ja, ich habe doch damals gesagt, ich habe beide Arme, es fehlt nur noch ein Bein. So, hä? Jetzt Ja. fehlen beide Arme und beide Beine. Was ist denn da los? Okay. Hä? Ich sag ja, du musst dir angewöhnen, bevor du offline gehst, speichern. Habe ich Ich glaub, doch daran gemacht, liegt's. glaube ich. Ja, glaubst du, Glaube. weißt du aber nicht anscheinend. Glauben heißt nicht wissen. Ja. Aber es reicht ja, wenn einer von uns das Spielzeug hat. Das reicht ja dann. Ja. Gut. So. Sperrt Nichts uns unter nicht Schein. ein, wild und frei. Wohohoho. So, ich stehe Da mal da, wo müssen es wir lang. weitergeht, ne? Ja. Ach, du bist ja noch bei mir, okay. Ich Hier noch die hatte was? Zeichnung, genau. Hier die Kreuze. Die Kreuze sind auch auf einer Zeichnung oder Foto, ne? Ja. Mach die Tür auf, Junge. Fenrir, ein Vorschlag. Ja. Bevor wir weiterlaufen. Erstmal Feuer anmachen hier. Wieso ist es Uiuiui. kalt? Ich sagte, Da. bevor wir weiterlaufen und der läuft weiter. Nein, ich hab gedacht, das bist du. Nein. Sehe ich Hier so hässlich dieser. aus, ja? Du blöder Penner! Sehe ich so hässlich aus? Ahu, ahu. Dunkle Lady, vielen lieben Dank für dein Resub im 17. Monat. Hinter dir, Fenrir, Vorsicht! Ja. Au. A-U-I-I-A-U. U-A-I-A-A. Was ist denn los, Junge? Hier, ich hau dir aufs Maul. Ich hab's dir gesagt, bis du lachst. Und dann, weil du lachst. Warum treffe ich ihn ja nicht? Hier doch. Ja, ist bei mir gerade auch so irgendwie. Aha. So, Fenrir, bevor wir jetzt weiterlaufen, ja? Achso, du bist immer Ja, ich dran, habe dran hier hier. noch ein Problem, so ein Ja, kleines. warte, Weißt du, geh mal hinter dich. So. Bam! der will sich noch ein bisschen Bam! auslassen, Bam! weißt Liegen bleiben, du Fackfresse! Bam! Was? Warum treffe ich ihn nicht? Guten Abend, dunkle Lady, hallo. Grüß dich, Katrin. So, bevor wir jetzt Boah. weiterlaufen, Fenrir. Ja. Einstellungen. Einstellung? Ja. Gameplay, PvP Ja. aus. Ja, ist Wir besser. kriegen es nicht gebacken. Wir kriegen es nicht gebacken, darauf zu achten, wie bei Valheim damals, ist nicht mehr machbar bei uns. Wir sind zu blöd dafür. Nee, es ist halt einfach auch zu unübersichtlich, weil die greifen hier auch anders an wie bei Valheim. Ja. Die Machst du mal bitte ein kleines mischen sich, Feuerchen? die pimmeln hier rum die ganze Zeit, warte. Ja. B. B, B, B. B, B, B. Feuer. Ja, die glitschen Einfache sich auch durch und Feuer. alles, das ist nicht machbar. Ja, ist doof. Wir wollen mal gucken, ob das bei Sons of the Forest besser wird. Ich hoffe sehr.
Obwohl, am Anfang, denke ich mal, wird Pathfinding wahrscheinlich immer noch so ein Thema sein. Ist ja immer so eine Kindheitskrankheit von so einem neuen Spiel, ne? Ja, hä? Da lag doch noch einer. Hä? Eigentlich waren es drei, ja. Einen habe ich schon genommen, da wo ich dich gerade noch gesaved habe. Ah, da hinten in der Ecke. Hier in den Felsen reingeprügelt. Sehr schön. Mit Schmackes. Aber so richtig. Aber hast gesehen, die Axt macht's doch ganz gut, ne, eigentlich. Du bist zwar arschlangsam mit dem Zuschlagen, aber wenn du triffst, damit Schmackes. Und vor allem, sie blockt wirklich alles. Dann müsst ihr wieder Valheim spielen. Matthias, ich spiele doch Valheim. Ich weiß nicht, was du für ein Problem hast, aber auf meinem YouTube-Kanal gibt ständig und immer nur Valheim. Ich glaube, er meint, dass wir zusammen spielen sollen. Also, ja. Ja. Aber ich bin momentan erstmal raus bei Valheim. Das ist mir zu zeitaufwendig. Und nehmt mir das jetzt nicht übel, Leute. Ich meine jetzt nicht speziell euch damit, aber es kommt halt zu wenig bei rum für mich. Im Vergleich zu den anderen Projekten, die ich mache. Ja, und da ist Robin jetzt. Weißt du, das Geile war? Robin, ne? Ich hab gemeckert, Valheim bringt bei mir nichts. Ja, und kaum hast du aufgehört, bringt's wieder was. Das war ja das Ding. Robin hat Valheim Tatsache vorgeschlagen damals, dass wir das als Multiplayer machen. Jo. Und das hat bei mir gar nichts gebracht. Valheim war bei mir das unglücklichst angesehene Projekt überhaupt. Alter, hast du gerade meinen Hasen gefressen? Ja, warte mal, du kannst. Warte, stopp. Ich werde dir was geben. Pass auf, so. Nee, nicht einen Stein. Ja, einen Stein kannst du essen, Bruder. Du brennst gerade, Bruder. Ich fucke mich selbst ab beim Essen. Fertig. Nein! Nein, ich hab den selber gefressen. Nein! Warte, Bruder, ich geb dir was zu essen. Nö, bin ich satt. Jetzt will ich auch nicht mehr. So, pass auf. Hier, guck mal, da. Nimm mal. Hier, ich bin satt. Als Entledigung, du kriegst ein Maß von mir. Wenn du die Klavier nimmst. Ja, okay, du kriegst ein Maß. Wow, danke. Oder, warte, und ein Snickers kriegst du auch noch. Warte, pass auf. Snickers habe ich auch noch. Warte, hier. Das ist noch ein Snickers, guck. Ein Twix hätte ich auch noch. Früher Reiter. Nimmst du jetzt den Knochen? Jo. Danke dir. Oh Mann. Ghost. Oh, Ghost, ich grüße dich. Ghost 722ND. Warte mal. Ghost, ich grüße dich. Robin hat Probleme. Ghost, Moment, Alter, sag ich. Von Cosex. Oh, okay. Dunkle Lady, danke für deinen 19. Monat, meine Liebe. Oh, der stimmt, du bist. Und boah, fast 20 Jahre Monat Freundschaft. Boah, das ist natürlich mega. Ja. Nimmst du jetzt den Knochen hier, das, oder was? 20 Jahre Freundschaft ist viel mehr wert als 19 Monate Follow bei Twitch. Tatsache. Ja. Tatsache. Definitiv, definitiv. Also wir kennen uns seit der ersten Klasse, die Dunkle Lady und ich. Boah, cool. Und das wir haben uns geil. Immer super verstanden eigentlich, auch wenn damals Grundschule echt hart war. Also wir sind dann lieber mehr für uns gewesen, aber es gab da echt Momente, denkwürdige Momente, wo wir halt zueinander gestanden haben, weil wir sind beide Mobbing-Opfer gewesen in der Grundschule. Und ja, auch von den Lehrern, was schon die Oberhärte überhaupt ist. Ja. Ich kenne das, weil meine Kinder berichten mir dasselbe. Also auf dieser Schule dort, wo sie gerade sind, wir sind hier gerade nicht im tiefsten Osten, aber, ne? Mhm. Wir sind im Osten und die Lehrer alle sind noch alte Garde. So. Und dann wird dann da natürlich, wir müssen hier runter, glaube ich, Robin, oder? Mhm. Und dann wird da natürlich warte mal, noch... Hier geht's auch nach hinten weiter. Ja, lass uns erst mal. So, du gibst den Weg vor heute jetzt einfach mal. Warte mal, hier ist noch Medizin. Du hast sowieso immer zu wenig. Goi! Danke für den 14. Monat im Prime. Dankeschön. Hast du ihn noch Medizin oder nicht? Eine brauche ich noch. So, jetzt bin ich voll. Ja, siehst du, hier gibt es nämlich auch noch mal ein bisschen was zum Looten. Unter anderem noch mal eine Taschenlampe und Snacks. Noch eine Leiche, also noch ein paar Passagier. Passagier. Der hängt doch hinter. Ach, hier wieder so eine Dinger. Oh, der Outfit hat. Ja. Komisch, dass es dieselben Outfits an 3, 4, 5 verschiedenen Stellen gibt. Oh, wieder ein paar Stöcker für die Feuerchens. Jetzt können wir runterklettern, glaube ich.
Matthias ist fast, warte mal, stopp, Robin. Matthias ist fast fertig mit dem Wiederaufbau und die Erneuerung unseres Seeds. Und man könnte sich das demnächst auch mal anschauen. Also ich würde es ja cool finden, wenn Robin und ich das dann in dem Stream zusammen machen. Weil es war ja Tatsache, Robin und mein Projekt, ne? Also je nachdem, wie schnell wir hier mal heute vorankommen, mein Lieber, können wir es dann vielleicht noch einen Stream vor The Forest machen. Halt die Fresse! Wo bist du? Vor The Forest 2 machen. Ich kletter schon runter, weil ich will nicht mehr warten. Ich will heute vorwärts kommen. Wir haben schon fast 23 Uhr, Junge. Ne, wir haben 22.57 Uhr. 47. Naja, fast 23 Uhr. Wo ist denn? Hä? Ich bin runtergeklettert. Runter? Ja, wo denn? Die Seile! Ja, was denn für Seile? Da, wo du gerade noch meintest, da müssen wir runter. Wo ich dann noch meinte, geh erstmal da hinten noch gucken. Alter, der Typ, ey, echt. Der Typ, weißt du? Alter, das ist nicht mal 5 Minuten her, dass du gemeint, wir müssen hier runter. Also bin ich da runter. Mann! Warte, alles klar, Dunkel, Daddy. Mach's gut, meine Liebe. Und danke, dass du wieder vorbeigeschaut hast. Alter, jetzt wäre ich fast abgestürzt. Hier ist das Seil. Gut. Dieser Typ, ey. Was? Du nennst mich Typ? Warte ab, bis ich runterkomme, mein Freund. Warte ab. Okay, damit es dir besser gefällt, dieser dumme Typ. Besser? Arschloch! Ich dich auch, von ganzem Herzen. Asshole! Das war doch damals bei GTA so, auf dem Super Nintendo noch. Weißt du, bei GTA so... Oh, Repriser! Ja, Mann! Ja. Wir haben ihn! Ja! Woo! So, und von der anderen Seite wären wir rangekommen, weil da bin ich damals mit Lola durch. Das ist jetzt wahrscheinlich, wo wir rauskommen, ist bei uns in der Base. Wette? Würde mich nicht wundern. So, ja. Ab rein da. Licht warte, ist warte, ja warte. An. Den musst du ausrüsten, ne? Genau. Oben links hinterm Rucksack. Tragen. So, und jetzt, wenn ich reinspringe, ist Licht an automatisch, ne? Ja! Ja! Zwar immer noch geil. Verschwommen, aber endlich Licht. Ja. Naja, das Verschwommen ist ja in Ordnung. Ja, aber denk dir, du kannst mit Shift auch schneller schwimmen, ne? Damit du Sauerstoff sparst. Ja, mach ich doch. Ja, ich sehe die Ritze, Das ist unsere scheiß Base wahrscheinlich. Nee, doch nicht. Ach ja! Die Leuchtehöhle! Mit Babys natürlich. Ja, aber Leuchtehöhle. Ich muss mal ganz kurz die. Ja, geht einfach mal schwimmen. Kommt mal her, ihr beiden. Kommt mal, ja. Blub, blub. Tschüss. Lass einfach schwimmen gehen, Robin. Was ist denn mit dir? Draufhauen, es geht Stärke. Warte. Was ist denn hier los? Ich mach mal ein kleines Feuerchen, weil kalt und frieren gleich und aua und so. Stopp mal. Zu spät, Feuer brennt schon. Ghost schreibt gerade, ist vielleicht unpassend und bin vielleicht leicht besoffen. In Wann Klammern, ist er das nicht? Aber welche? Nein, nicht ich, sondern ja. Ghost schreibt gerade. Ich weiß, ja, eben. Aber welche Kraka verwendest du bei Valheim? Meine 1050 meint während einer Aufnahme unter 1 FPS. Was? Okay, unter 1 FPS? Nee, das geht nicht. Kannst du knicken. Also die Mera, ja, eine meiner Moderatorinnen, hat eine 650er GeForce und die zieht das auch durch. Dann ist irgendwas nicht richtig bei dir. Und Dori schreibt einfach knallhart, ja, ist unpassend, Ghost. Robin, Freitag, du Arsch, schreibt Ghost. Nee, Ghost, dann stimmt irgendwas mit deiner Grafikkarte nicht. Oder in den Grafikkarten-Settings. Du hast doch die Nvidia-Systemsteuerung. Guck mal darin, ob da irgendwas eingestellt ist, was sich mit dem Spiel vielleicht beißt. Weil in den Spiel-Settings was anderes drin steht. Bestenfalls richtest du es so ein bei Valheim, so habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Grafikkarte sich an das halten soll, was das Spiel sagt. Also sprich Anwendungssteuerung. Danke, Defendrier. Muss ich... Warte. Alter, immer dieses... Muss ich wohl was dran basteln? Ja, musst du dann, definitiv. Ja. Weil, wie gesagt, Mera hat eine 650er und die spielt auch Valheim.
ganz ich habe auch mal einen Kumpel gehabt, der hatte ewig in der Tage Probleme mit einer 30er-Serie, bis ich mir das mal angeschaut habe bei ihm, und der hatte irgendwie so eine ganz komische 30er-Serie, die brauchte zwei Stromzufuhren. Ich hatte nur eine. Okay, krass. Ja, normalerweise hast du ja immer diese zusammenklippbaren Anstecker. Genau, ja. Rein, und das reicht normalerweise, aber er hatte irgendwie so eine Marke Einbau aus China, keine Ahnung, die brauchte zwei. Einmal fürs Signal und einmal für die Leistung. Aber danach lief die so geil, der hat bis heute noch dieselbe. Weil es so eine externe Versorgung war, keine Ahnung, oder doppelt Strom und so. Ich weiß nicht, woran die raus lag. Ghost schreibt, Robin, du kennst mich aus Fullschnucki. Ja, Ghost, dich kenne ich natürlich. Mods, ihr könnt den Ghost aus den verdächtigen Benutzern rausnehmen, definitiv. Genau, ist ein alter Bekannter von uns, ehemals Mod. Ja, der war mal Mod bei Robin. Genau. Bei mir noch nicht, aber ich kenne ihn auch schon ein paar Tage lang. Könnt ihr ihn rausnehmen. Ja, so, aber es jetzt war gut. Mach ich mal Pipi-Pause, bis gleich. Ja, es war gut, dass ihr den da reingenommen habt. Ihr kennt den nicht und deswegen nach diesem Angriff gleich erstmal verdächtig. Also für dich jetzt auch, Ghost, ich hatte heute 10 Wellen an Bot-Angriffen und deswegen. So, jetzt haben wir. Warte mal, ich muss mal gucken. Wir haben den Rebreather. Wir haben die Kletteraxt, wir haben die moderne Axt. Jetzt brauchen wir noch den modernen Bogen. Ich habe jetzt einen großen Teil aus dem jetzigen Feed gemeldet, Fanny. Jetzt kann ich nicht mehr, darf nicht mehr melden, laut Twitch. Okay? Okay. Oh, bin wieder da, hab alles mitgehört. Ja, moderner Bogen wäre jetzt noch das Letzte, was wir brauchen. So dass wir dann beim nächsten Mal auch die. Nein, weißt du, was wir noch brauchen? Können. Was denn noch? Ach, den Chip? Nee, die Flare Gun. Oh nee, die ist gar nicht notwendig. Nein, aber ich weiß genau, wo die ist. Die liegt nämlich oben im Cockpit des Flugzeugs im Schneegebiet. Und das müssen wir auch nochmal, Alter, später, Robin. Stimmt, den Mantel, die Winterkleidung. Wollen wir uns jetzt erstmal an die Winterkleidung machen? Ja, wir müssen Wildschweine sammeln. Genau. Dann lass uns lieber jetzt an die Winterkleidung machen, dass wir jetzt rausgehen, hoch ins Schneegebiet und dann anfangen zu jagen. Ja, machen wir so. Alles klar. Wohin? Hier rein. Wow! Ach stimmt, der hat den Rebreather dann immer automatisch an, ne, wenn du ins Wasser springst. Genau. Nee, wir haben den nicht ausgezogen, deswegen, du hast den ganze Zeit aufgehabt. Schönen Abend noch. Hau rein, Ghost. Tschüss. Ja, heute waren wir ohne Stuhl-TV, Leute. Sorry. Fenrir? Ja? Du hast nicht rein zufälligerweise noch so ein, zwei Steindinger dabei? Warte. Also wir könnten jetzt schon Feierabend machen. Wir könnten theoretisch Feierabend machen jetzt, ja. Also nicht Schluss für heute, sondern wir könnten jetzt das Spiel beenden. Warte mal, bau mal bitte einen Shelter auf. Ich will mal gucken, ob wir es könnten. Warte. Mit dem Equip, was wir jetzt hätten. Es dauert ein Weilchen, bis wir da hinkommen, wo wir hin müssen. Und wir haben das Spielzeug nicht vollständig. Also wir könnten nicht das Alternativende zeigen. Ja, stimmt, hast recht. Ja, und ich sowieso nicht, weil ich nur. Ich hab. Ja, doch, hä? Mir fehlen nur zwei Arme und ein Bein. Mir fehlt ein Arm und ein Bein. Oh, geil. Mhm. Ganz der Alte. Feierabend. Oh, guck hier auch, das habe ich dann mit einem Arbeitskollegen jetzt. Oder mit zwei Arbeitskollegen. Einer fing damit an und einer konnte den Text richtig, der andere nicht. Und seitdem ist es so ein Dauer-Running-Gag bei uns. Wenn ich dann so 10 Minuten vor Feierabend auf die Uhr gucke und dann sage zu meinem Arbeitskollegen Lukas, weißt du, woran ich gerade denken muss? Er kriegt mich an, Feierabend, wie das duftet. Nackig, knaftig, würzig, gut. Pommersche aus dem Buchenrauch. Ja, Michi, natürlich spielen wir weiter. Ich habe ja gesagt, ich meinte das nicht mit Feierabend und so, wir spielen jetzt nicht mehr weiter, sondern wir könnten jetzt die theoretische Story zu Ende bringen. Also eine Art davon. Aber ja. Wie gesagt, ich würde gerne schon dann mit zwei machen und dann, wie du schon vorgeschlagen hast, hier draußen einen Shelter setzen. Obwohl ich der Meinung bin, man kann drinnen speichern. Aber ich weiß es nicht mal 100 Pro. Es gab eine Stelle, wo du Shelter bauen konntest.
Ach, ich weiß es nicht mal 100 pro wo. Warte. Ich muss mal ganz kurz. Ja, Matthias, das muss jetzt nicht hier im Chat sein. Lass uns das dann besprechen, wenn es soweit ist, ja? Matthias, du bist wieder am Eskalieren, oder was? Ja, na wegen der Sache mit dem, dass er uns den Seed zeigt, wie er den wieder aufgebaut hat. Ja. Weil Püppi hat da viel mitgeholfen und so. Hin. Also ihr Püppi, sein Töchterlein, hat da viel mitgeholfen und möchte dann auch im Stream dabei sein. Da habe ich gerade gesagt, ja, ist ein bisschen schwierig, weil minderjährig. Da müssen wir halt einen kleinen Dreizeiler aufsetzen, wo wir dann gegenseitig erklären, dass das alles im Rahmen des Jugendschutzes bleibt. Und so ja, und so fort. Das ist völlig Wurst. Sie darf nicht bei uns im Stream sein, wenn es nach 22 Uhr ist. Genau. Das auch, aber falls es doch ein bisschen länger wird, weil Mutti und Papi mit dabei sind und so. So, aber lass uns jetzt wieder zurückkehren, Fenrir. Ja, warte. Ich habe nur schnell mal die Playlist gewechselt. Bin wieder bei dir, mein Bruder. Jupp. Warte, so, du bist wo? Da unten, da unten. Ich bin schon wieder am Tauchen. Gut. Alles klar, natürlich. Es geht ja bloß noch einen Weg, und zwar den wir gekommen sind. Sag mal, ich habe das Gefühl, dass sich die Druckflasche jedes Mal wieder auffüllt, wenn ich auftauche. Das kann aber eigentlich nicht sein, weil das wurde eigentlich mal gefixt. Ah, nee, doch nicht. Es ist bloß dieser graue Hintergrundbalken, der ist so schwer sichtbar. Wieso? Zum Geier? Warte mal, das kann ja nicht wahr sein. Ich muss mal kurz... Ich glaube, wir bekommen Besuch, Sawyer. Angelique, meine Liebe, Hallöchen! Danke für dein Mate! Die Angelique? Ja, die Angelique! Angelique! Schwer zu Gruße! Ich hoffe, bei euch lief es ruhig ab. Hab euch ja extra nochmal in den Chat geschrieben. Nachdem es bei mir dann wieder ruhig war. Wo ist das scheiß Feuer, was wir hier gesetzt hatten? Falls noch ein Moderator gerade den Nerv dafür hat, nach diesem Kraftakt, dann bitte mal ein Shoutout für die Angelique. Sag mal, Bruder, hatten wir nicht noch, bevor wir getaucht haben, ein Feuer gemacht? Irgendwann ja. Ich finde das Feuer nicht mehr, dann ist es schon kaputt. Ich kletter mal hoch, ich glaube, oben hatten wir irgendwo eins. Also wir müssen ja sowieso jetzt ein Seil hoch. So, nehmen wir den Repreaser wieder ab. Warte mal, wie war das? Ablegen, so, blub. Ich friere. Matthias, das ist die Ausdauer. Der Luftbalken ist direkt auf dem Bildschirm, also direkt vor der Nase des Spielcharakters, den ich meinte. Das andere ist die Ausdauer. Ja, Was habt ihr schon gespielt, Angelique? Ich glaube noch, irgendwas mit Dead by Daylight war das, glaube ich, ne? Danke, Gandalf. Und Goris Goll. Cool. Ja, sag mal, ist jetzt so scheiß Feuer ein? Das ist doch nicht wahr, ist das? Ich krieg hier gleich einen Kältekrampf. Ja, gefunden. Sieht bei mir nicht anders aus. Was? Da oben? Also noch eins höher? Ja. Mir frieren die Knochen ein, Junge! Mir frieren die Knochen ein! Danke fürs Alarm, Leute. Mach's gut, Cookie. Viel Spaß im Lurk und danke fürs dabei gewesen sein. Feuer! Ich wollte schon sagen, jetzt renne ich wieder ins Feuer, Junge. So, macht dir das mit dem Rauchen nicht nach. Der Robin hat dafür auch zwei kostenlose Emotes. 840.000. Einen! Und es ist schädlich und teuer. Ja, und macht eine schwarze Lunge und eine grüne Zunge und gelbe Augen. Und blaue Augen. Also, genau. Ach nee, also die kommen woanders her. Wenn du minderjährig bist und guckst jetzt hier noch zu, mach aus. Angelique, so. Mach's gut. Danke, dass du da gewesen bist. Und vielen Dank für den Raid. Dem kleinen Held eine Freude machen. Ach, weißt du doch. Auch wenn wir nicht mehr zusammenarbeiten, sozusagen, sind wir trotzdem noch füreinander da, ne? Als Bubble. Was? Ich bin sauer, dass die kein Moderator mehr bei mir ist. Ganz ehrlich, Angelique. Wie kannst du nur? Tja, Angelique, jetzt musst du bleiben und das mit Fenrir klären. Ja, ehrlich, weißt du? Einfach verpissen und selber streamen. Was? Nein, alles gut. Alles gut. So, und nicht wundern, dass heute keine Raids kommen, liebe Raider. Alerts kommen, liebe Raider. Ihr seht es unter mir
Heute war echt viel los. Aber vielen lieben Dank an Crossbider und an Engelchen Ela. Vielen lieben Dank für eure Follows. Ich die bitte nicht sperren, liebe Mods. Die sind echt. Ich lese gar nichts mehr, was hier kommt. Ich habe 300 Dinger zu löschen morgen. Voll gut. Und RSD Diamond, ebenfalls auch an dich. Vielen lieben Dank. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wie gesagt, die Alerts sind gerade ausgeschaltet. Mach mich wieder zum Mod, bin ja ein bisschen öfter online, sagt sie. Du Ghost, wenn du Robin steinigen möchtest, musst du an mir vorbei. Genau, Freundchen. Und ich habe eine Axt in der Hand. Und kriege ich einen Stein ab, dann wird's böse. Ja, dann wird die Axt dumpf. Ja. An den Knochen von Ghost. Wie, nichts mehr klick, klick, klick? Nee, die jetzt gerade eben nicht. Achso, jetzt kam das Smiley hinterher, okay. So, warte. Jetzt wieder zurück und raus und dann rüber und rauf und runter und rein da. Müssen wir hier lang oder was, Robin? Ja. Okay. Ah ja, genau, hier ist das Arschloch. Sorry. Aber hier hat man doch immer noch ein Seil zum Hochklettern gehabt, war das nicht so? Nee, das war nicht. Nee, das ist nicht das Arschloch. Hier oben ist noch was, Robin. Warte. Das sind Stoffe drin nur. Alter, jetzt fliegt mir das Ding auf die andere Seite. Hier ist ein Seil nach oben. Ah, doch. Nur weil das Arschloch weggeflogen ist. Nee, Mondlicht. Okay. Nee, Tageslicht. Und ich hab den Banner in meiner Hand. Jawohl, Gandalf! Au! So, mach's gut, Angelique. Danke, dass du da gewesen bist. So. Ich glaub dir aber, mein Frostner, glaub dir nicht, du glaubst aber Gandalf nicht. Das geht ratzfatz, Alter. Fendi, guck mal, wo wir rausgekommen sind. Ja, da wo wir reingegangen sind. So, aber gut, dann lass uns jetzt Winterzeugs, ne? Also nach Winter, Norden. Ja, wir müssen ja jagen. Erstmal in die Base Essen holen, ne? Gute Idee. Dann nach Norden. Essen holen und dann nach Norden. Dann müssen wir Windschweine sammeln. Da machen wir uns da ein kleines Zelt heute. Da machen wir uns da ein Zelt und speichern da, weil wir vielleicht eventuell nicht ganz fertig werden heute mit den Zutaten. Wir werden überhaupt gar nicht fertig mit den Zutaten heute. Willst du nochmal Pfeile einstecken für alle Fälle oder hast du schon voll? Warte mal. Ich hab Zeltlager. Oh, ich hab nur die scheiß Kackpfeile, weil ich die immer von dir einstecke, weißt du? Aus den toten Körpern, Bruder. Kann man die eigentlich auch droppen? Nee, leider nicht. Das ist schade. Du kannst aber theoretisch daraus Brandpfeile machen oder Giftpfeile. Ja, aber für Brandpfeile brauche ich dann ganz viel Stoff. Also pro Pfeil ein Stoff. Echt? Nee, ja. Du nimmst doch immer 5 Pfeile auf einmal in die Hand. Ach so, warte. Flupp. Und dann... Nee, ja, das sind 5 auf einmal. Aufheizender Pfeil. Alkohol brauche ich dafür. Okay. Ja. Ein Stoff, ein Suff und 5 Pfeile.